Jo, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Feederbeast Beyond. Was geht ab, meine lieben Damen und Herren? Herzlich willkommen zurück zu dem wohl besten Minecraft-Projekt auf Castcrafter YouTube. Was geht ab? Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder brandneu dabei. Heute wollen wir ein bisschen wieder was mit Avarice machen. Das heißt, wir gehen wieder ein Stück zurück und bauen uns ein paar Items davon. Zuvor ein paar Dinge hiervon. Ich habe nämlich das Bedrock hier unten rausgerissen, was unglaublich cool ist. Das heißt, wir haben jetzt hier unten drunter kein Bedrock mehr. Das sieht jetzt in etwa so aus von unten, aber eigentlich geht es eher nur darum, was man von oben sieht, weil hier runter werde ich eh nicht fliegen. Ich habe noch die Seite ein bisschen abgeschrägt, damit die Blöcke nicht so ganz eckig aussehen von oben. Und wenn man eben von oben guckt, dann hat man jetzt hier das Unendliche darunter. Was nicht so spektakulär aussieht, weil das Ganze eben schmaler ist als die Kugel selbst. Also vielleicht mache ich das noch anders. Aber da müssen wir mal gucken. Ansonsten bleibt das erstmal so. Für heute. Ich habe ja hier hinten diese ganzen komischen Kojen, die ich schon vor längerem mal gebaut habe. Und da ist überall dieser Glowstone drin und ich würde das Ganze gerne einmal ändern, abändern, verändern. Genau, denn wir haben ja einige Avarice-Items, die vielleicht auch gut wären, um sie auszustellen. Dementsprechend wollte ich heute mal die ganzen Items nochmal bauen. Ein paar haben wir, zum Beispiel Schwert, Spitzhacke und Bogen. Das heißt, das sind schon mal drei Dinge, die absolut insane gut sind. Aber wir haben ja natürlich mehr Plätze. Wir haben hier vier Plätze auf jeder Seite. Das heißt, hier drüben könnte zum Beispiel die Rüstung hin und hier könnten die beiden Tools hin. Was mit dem Bogen ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal gucken, vielleicht machen wir irgendwie das Schwert hier oben drüber, weil das ja so gesehen das stärkste Item von den einen ist. Ich meine, ohne Attack Damage, das kann man nicht erreichen, aber eine Spitzhacke, die so schnell abbaut wie das Ding, kann man erreichen, auch wenn sie keinen Bedrock kaputt machen kann. Aber was die anderen angeht, da müssen wir noch gucken. Aber ansonsten wäre, glaube ich, sogar das Schwert die Sache, die hier drüber kommt. Oder es kommt irgendwo hin. Wir haben nur Tools ausgestellt. Obwohl das dann auch vier Tools, ne? Dann wird da der Bogen irgendwo übrig bleiben. Wir gucken einfach mal. Okay, das bedeutet, wir wollen uns jetzt dem widmen, dass wir diese ganzen Sachen hier fertig bekommen. Und dementsprechend gucken wir einfach mal nach den Sachen, die wir nicht haben. Und das sind Schaufel und Pickaxe. Das heißt, Schaufel brauchen wir Neutronium, Infinity und Infinity. Das haben wir, glaube ich, alles am Start. Infinity und Infinity. Nehmen wir einfach mal alles komplett mit. Und wir brauchen Neutronium. Das nehmen wir auch einfach mal ganz fix mit. Und dann, ups, dann haben wir hier gleich die Avarizia-Schaufel. Hier, Mollo, 32 Stück können wir uns davon machen. Wir brauchen aber erstmal nur einen. Okay, das ist der Planet Eater und dann können wir uns noch die Axt direkt hinterher bauen. Das ist der Nurin's Rune. Okay, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe nämlich eine Frage gelesen, ob die, die Axt zum Beispiel den Secret Rubber Tree Sapling abbauen kann oder den Baum davon. Aber ich glaube, den gibt es hier nicht, ne? Secret, oder heißt der Sekret? Ich weiß nicht. Jedenfalls gibt es ihn ja nicht. Okay, das ist natürlich relativ schade, aber nichtsdestotrotz würde ich es interessant finden zu wissen, ob sich diese Axt hier so auswirkt, dass man den großen Teil abbaut. Okay, das tut sie offensichtlich schon und das wollte ich eigentlich nur wissen, aber ich frage mich, wie sie genau abbaut, ne? Weil sie baut irgendwie... Oh, holy shit, was war das denn? Okay, das war relativ krass. Warte mal. Okay, warte, das will ich nochmal probieren. Das war relativ krass gerade. Wenn ich hier einfach Rechtsklick mache, dann leckt der Server. Okay. Das ist relativ krass. Scheinbar baut das Ding auch in einem 16x16 Radius ab oder so. Und es nimmt das ganze Gras mit. Das ist relativ krass. Jetzt haben wir hier ein Meta-Cluster. Okay. Ich würde mal sagen, das ist relativ krass. Und die Schaufel können wir auch verändern. Können wir den Bogen auch verändern? Ne, den Bogen können wir spannen. Okay, kann ich das Schwert nochmal rechtsklicken oder ist es dann noch stärker oder so? Oh man, holy crap. Warte mal, leckt es wieder? Ne, doch, leckt es schon. Okay, gut, aber jetzt will ich den Planet Eater noch einmal ausprobieren. Das heißt, wir haben ja den praktisch normal so als Schaufel, womit wir das alles ganz normal abbauen können. Aber wenn wir jetzt rechtsklicken, dann haben wir wie so eine Art Singularity oben drauf. Und was passiert dann? Bauen wir dann aus 16x16 ab? Ja, machen wir wirklich, ne? Crazy, okay. Und hiermit kann man einfach das ganze Gras und sowas direkt wegmachen. Das ist auch recht heftig, wenn man das rechtsklickt. Ich meine, die Axt selber ver... Was ist das denn für eine Range? What? Okay, das ist krass. Holy shit. Na dann sind wir lieber mal ein bisschen vorsichtiger mit den Werkzeugen ab jetzt. Ich habe das Gras angedingst. Das Wasser. No. Was habe ich getan? Wann habe ich hingeklickt? Oh, wann hat er das gemacht, als ich gerechtsklickt habe? Das war ja viel größer als 16x16. Oh nein. Der schöne Chunk-Fehler-Wasserfall, den wir hier mal hatten. Oh no.
Wenn ich jetzt im Block sitze, dann fließt das andere Wasser auch runter. Was mache ich denn jetzt? Wir lassen das erstmal so. Ich werde mir irgendwas überlegen. Oder wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Aber das ist absolut nicht gut. Oh, unser Rainbow Generator läuft wieder. Okay, Achso, wir sind im B. Genau. Das heißt, wir können uns jetzt die ganzen Sachen hier an die Wand hängen. Klingt das nicht absolut amazing? Wir bauen die Teile einfach mal ein bisschen ab. Zack, zack. Und wir müssen gucken, was wir dahinter machen. Aber ich glaube, wir machen einfach nur eine kleine Wand mit Chisels und Bits. Einfach nur ebenso ein Bit tief, sage ich mal. Können wir auch einen Glowstone machen oder whatever. Einfach nur, damit wir ein wenig was haben, das gut aussieht. Warum läuft das Wasser durch die Tür? Man weiß es nicht. Okay, ja, wie machen wir das am schlauesten? Irgendeinen Punkt brauchen wir. Das heißt, ohne den funktioniert das nicht. Warte, du kommst mal. Oh nee. Ich meine, wenn wir die Items von hier sehen, dann sieht es wahrscheinlich doof aus. Ne? Deswegen wäre wirklich so ein Bitcover wahrscheinlich am besten. Vorerst können wir einfach mal irgendwelche Steine nehmen und nur die Items dahin flanschen, damit wir die einfach mal behalten können. Jetzt gucken wir nur mal, wo sind wir denn hier überhaupt? Guck mal, hier ist es eh egal, weil da der Raum gar nicht mehr reinguckt. Das heißt, ihr kommt schon mal einfach nur straight wieder dran. Und die Frage ist halt auch, was will ich dahinter haben, ne? Also will ich dahinter, keine Ahnung, Glowstone haben? Oder will ich dahinter die gleichen Thüringer Blöcke wie davor haben? Da müssen wir gleich nochmal gucken, was wohl am besten aussehen würde. Ansonsten können wir jetzt hier gleich mal die Items dran bauen. There we go. Okay, also hier drüben wollte ich die Rüstung haben und dann hier die ganzen verschiedenen Tools. Das heißt, wir machen mal ganz kurz die Pickaxe nochmal neu. There we go. Und die kommen dann praktisch hier an die Wand. Wenn es funktioniert. Oh, falsche Taste. There we go. Dann die Schaufel. Brauche ich die Schaufel? Ich weiß nicht, wir können sie ja immer wieder wegnehmen, ne? Jetzt habe ich die Frage, was wir da hinmachen und was nicht. Weil ansonsten würde ja der Bogen irgendwo fehlen, ne? Wenn wir das Schwert jetzt so gesehen weglassen würden. Oh, man kann mehr in ein Ding packen? Das ist cool, das wusste ich nicht. Okay. Also, dann machen wir jetzt mal Nummer 1 das Schwert, Nummer 2 unsere Pickaxe, Nummer 3 die Schaufel und Nummer 4 die Axt. So habe ich meine Sachen normalerweise im Inventar auch immer angeordnet. Wenn ich einen Bogen habe, dann ist der Bogen auf Nummer 2, aber der passt halt hier nicht wirklich irgendwo hin, ne? Ich glaube, wir bauen ihn einfach dann hier drüber, den Bogen. Und dann schauen wir, wie das später aussieht. Ansonsten brauchen wir jetzt nochmal die Rüstung. Das heißt, auch diese kommt dann von links nach rechts angeordnet. Zuerst die Boots, dann die Leggings, dann unsere Hose und dann unser Helm. Okidoki. Das Ganze sieht irgendwie ein bisschen. Ich weiß nicht, sieht es so unspektakulär aus? Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich meine, dafür, dass die Items so übertrieben teuer sind und so übertrieben stark, ist es schon ein bisschen unspektakulär, aber halt auch nicht unbedingt super krass viel. Mega unspektakulär, ne? Was mir gerade eingefallen ist, was wir vielleicht benutzen könnten, sind Infinity-Blöcke als Hintergrund. Ich muss nur gucken, ob man die mit Chisel und Bits benutzen kann. Das wäre uns aber eben eine Chisel. There we go. Und dann machen wir das. Und das funktioniert. Ja, ausgezeichnet. Dann benutzen wir euch mal ganz kurz so. Wir brauchen ja theoretisch 8 Planes davon. Das heißt, die Hälfte von diesem Block. Das sind 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann haben wir leider nicht mehr genug. Aber dafür können die Teile hier. Oh, das war dumm. So, Infinity Block, Single Bitch, das Teil kommt also jetzt praktisch einfach hier dran. Kann ich das rechtsklicken, Shift rechtsklicken? There we go, okay, genau das wollte ich eigentlich haben. Das heißt, wir packen uns jetzt hier unsere ganzen Planes mit dazu. Das sind natürlich erstmal die 4 hier. Was wird hier für ein Item? Achso, die Pickaxe, okay. Dann machen wir mal eben das hier und packen hier das Plane mit dazu. Es sieht von, wow, das sieht super cool aus von hier. Okay, das gefällt mir auf jeden Fall super gut. Es ist mega krass, dass die ganzen Sachen auch animiert sind. Denn das verändert die Sichtweise schon um einiges, würde ich einfach mal behaupten. Wir können ja gleich noch gucken, ob wir. Ist er hier drin? Ja, okay. Wir können ja gleich noch gucken, ob wir vielleicht die Schrägen, die wir da dran haben, das heißt diese Einkerbungen, ob wir die auch noch ein bisschen verändern wollen. Einfach nur, damit es ein bisschen heraussticht, ein bisschen krasser aussieht. Da gucken wir dann gleich nochmal, wenn wir die jetzt alle fertig haben. Und dann, oh, zu wenig Bits, no. There we go. Okay, dann kommt jetzt hier, wie schon zuvor auch, die Blöcke wieder hin. Okay, und dann sieht das Ganze jetzt in etwa so aus. Ein Eingangsbereich, habe ich schon so viele Leute so lange gefragt, wann ich mir endlich mal einen richtigen Eingangsbereich baue. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher. Eigentlich finde ich es ganz cool, aber irgendwie ist es auch nicht unbedingt cool, so wie es jetzt gerade ist. Werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen machen. Aber ansonsten haben wir das Ganze jetzt so. Gut, die Pickaxe wird natürlich noch hier drin. Das heißt, die machen wir nochmal hier mit dazu rein. Und wir bauen natürlich auch noch ein Schwert. Das heißt, das holen wir auch nochmal ganz kurz raus. Und duplizieren das hier drin. There we go. Und die Spitzhacke kommt mit dazu. Und dann kommt das Schwert wieder an die Wand. Haben wir eigentlich unsere Verzauberung drauf?
Das ist eine Sache, die mich gerade interessiert. Ja, krass, die werden echt mitgenommen. Das ist sehr cool. Okay. Aber ja, so sieht das Ganze jetzt dann aus. Ich will die Rundungen... Na, die Rundungen aus Infinity-Blöcken zu machen, das wäre too much. Das ist einfach so viel zu... Das wäre wirklich zu krass. Aber ich glaube, so ist ganz gut, oder? So sticht es auf jeden Fall raus, wenn man hinguckt. Das heißt, wenn man zum Beispiel von hier unten runterkommen würde, hier so, dann wird man das auf jeden Fall sehen. Und man wird es relativ schnell merken. Und es ist natürlich gleich im Eingang. Es erinnert mich so ein bisschen an so eine Batman-Höhle. Wenn man so zum Einsatz gerufen wird und man hat hier sein ganzes Equip, dann geht man hin, zack, 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 nimmt sich alles mit und geht auf Tour und one-hittet einfach alles weiter. Und dann die 4 Attack Damage hat das Schwert. Aber theoretisch ist es ganz okay. Ich würde es so lassen. Doch, ich lasse es erstmal so. Ihr könnt ja gerne mal dazu schreiben, was ihr da für eine Meinung zu habt, ob ihr es gut findet oder ob man was verändern sollte, ob ihr eine andere Position habt, wo man es hinbauen könnte. Einfach so als Ausstellung, wo man es eben mehr oder weniger immer sieht, wo es eben einen Ehrenplatz verdient hat. Aber ja, ich finde es ja eigentlich ganz okay. Was ich jetzt so unbedingt machen will, ist eine relativ krasse Sache. Und zwar will ich die Decke hier oben in unserem Botania-Raum ausnehmen. Denn ich habe gesehen, wenn man zum Beispiel hier runterkommt und hier das erste Mal abbiegt. Oh, viele haben auch geschrieben, ich soll hier drin Wegweiser bauen. Das fand ich eine super coole Idee. Werden wir auf jeden Fall umsetzen. Das heißt, dass man hier zum Beispiel so ein paar kleine Schilder hat, wo dann eben steht, hier links das, geradeaus das, rechts das. Sehr, sehr coole Idee. Werden wir umsetzen. Ich weiß noch nicht genau wie. Chisels und Bits ist ein bisschen schwierig. Und die Mod dafür, es gibt eine spezielle Mod, wo man das machen kann. Haben wir leider nicht drauf. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das genau hinbekommen, weil ein Bit dicke Schrift ist ein bisschen zu heftig, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht irgendwie mit DecoCraft oder sowas. Es reicht ja auch, wenn einfach nur Pfeile in die Richtung gehen und nichts draufsteht. Hätte ich jetzt was gesagt? Gucken wir einfach mal. Okay, aber ja, was mich eigentlich darauf gebracht hat, ist, wenn man hier rechts reinkommt und man guckt sich das hier an und guckt dann nach oben, dann sieht man ja erstmal nur diese Dirt-Decke und die sieht man nicht immer. Das heißt, überall, wo man hochguckt, und das ist einfach mal... irgendwo die Decke zu sehen. Hier ist, glaube ich, ein Stück davon, genau hier drüben. Wenn man hier reinkommt, genau das gleiche. Das heißt, hier hat man die komische Kuppel. Da ist es natürlich doof. Das heißt, hier sollte die Decke irgendwo da bleiben. Aber da gab es auch eine coole Idee. Und zwar haben viele geschrieben, wir sollten doch Wurzeln in die Decke machen. Deswegen werden wir das, glaube ich, auch benutzen. Aber nicht überall hin, sondern... Ist mein Ding wieder kaputt? Ja. Wir werden die Decke einfach nur an bestimmten Positionen benutzen. Oder rausnehmen. Und ich frage mich gerade, ob das vielleicht daran liegt, dass wir... das Autocrafting hier wieder angeschlossen haben. Denn seitdem wir das haben, tauchen die Probleme wieder auf. Obwohl mir mein Log gerade Probleme von Mechanism Tile Entities ausgibt, was ein bisschen mysteriös ist. Okay, ich mache das Autocrafting gerade erstmal vorerst wieder aus. Den Block sollten wir gleich hoffentlich wieder bekommen. Und dann gucken wir, ob sich dadurch ein bisschen was bessert. Ich hoffe natürlich schon. No! Was hat er wieder gemacht? Hat der Blöcke abgebaut oder war das nur ein Soundbug? Ich hoffe mal, es war nur ein Soundbug. Der hat hoffentlich keine Blöcke abgebaut. Das wäre relativ doof. Okay, aber ansonsten kümmern wir uns jetzt gleich mal hier rum. Das heißt, wir reißen jetzt hier mal in so einem kleinen Ding die Sachen raus. Wir nehmen einfach einen Bildersblock dafür. Das geht viel schneller. Warum will ich immer alles von Hand machen? So, wir nehmen einfach mal ungefähr so den Blickradius, den man hat. Das heißt, das wäre, ich sage einfach mal hier und dann das Ganze. Das weiße Teil hier war noch mit drin. Das weiß ich, als ich das letzte Mal geguckt habe. Das heißt, wir nehmen einfach mal, ich sag mal, diese Kante hier. Und dann gehen wir hier natürlich nach draußen. Da können wir jetzt nicht unbedingt auf irgendwelche Dinge mit achten. Und dann nehmen wir... Zack, zack. Was für Erze ich hier gerade drin habe, ne? Erinnert mich total an so ein... Weiß nicht, an so ein Sample. Wenn man hier den Filter anklickt zum Beispiel. Das waren so die Erze gerade. So Cobblestone, Sand, Dirt. Einfach so genau das. Okay. Dann kommt die Clinkery wieder hier drüben rein. Wenn ich da wieder hinfinde. There we go. Und dann schmeißen wir das Ding mal eben an. Und dann haben wir schon Licht in unserer Decke. Jawollo! Ja, ausgezeichnet. Okay, wenn jetzt noch... Oh, okay, da fehlt natürlich ein bisschen was, aber das können wir noch von Hand machen. Aber wenn wir jetzt schon mal hier unten reinkommen und hier einfach mal gucken. Regen ist natürlich ein bisschen doof, aber das lassen wir jetzt erstmal hier. Aber wenn wir dann hier hochgucken, ja, es sieht auf jeden Fall schon viel besser aus. Ich meine, hier fehlt noch ein bisschen was und da drüben fehlt noch ein bisschen was. Aber nach vorne hin passt es auf jeden Fall. Das ist ganz okay. Dann gehen wir einfach nochmal ganz kurz dran mit der Building Query oder mit dem Bittersblock. Also, in die Richtung muss das weg, in die Richtung nicht unbedingt... Nach rechts muss was weg und nach hinten ein bisschen vielleicht. Obwohl, wann ist man schon hier? Na, ich mache mal ein bisschen was mit weg. So, und Hebel aus und wieder an und dann clearen wir nochmal eine Area. Und dann gucken wir gleich mal, wie das jetzt aussieht. So, ich glaube, wir sind eigentlich fertig. Oh nein, der baut noch ab. Krass. Oh, ich habe fast die Kuppel hier angesägt. Zum Glück habe ich es nicht getan. Okay, warte mal. Das hier müsste eigentlich auch weg sein, aber es ist wieder ein Anzeige-Bug und das ist weg. Ja, geilo. Die Erde hier machen wir doch von Hand weg. Die wollen wir, glaube ich, auch nicht unbedingt hier haben.
unbedingt darauf achten, dass wir nicht den Worldbreaker active haben, sonst wäre das, glaube ich, ein Skandal. Und jetzt können wir mal wieder hier reingucken und einfach mal schauen. Okay, links sieht klasse aus, rechts vorne, anderes rechts, ausgezeichnet. Okay, warte mal, jetzt gehen wir mal ganz gut schlafen, wenn wir gerade können. Nein, wir sind mitten am Tag, ne? Und wir haben keinen Weather Controller. Nein! Dann bleibt es jetzt eben erstmal Regen und draußen hell. Die Frage, ich kann sie auch schon beantworten, warum wir keine Skyblocks benutzen, ist eigentlich relativ easy. Die Skyblocks verbrauchen viel zu viel Performance. Haben wir das letzte Mal getestet. Das heißt, ich habe hier vielleicht 100 Stück aufgebaut und meine FPS sind so übertrieben krass gedroppt. Also es war inkredible. Gerade sind sie auch nicht so gut, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass wir hier eben gerade ein paar Sachen verändert haben, die Minecraft nicht ganz gecheckt hat. Deswegen müssen wir da einfach mal noch mal ein bisschen warten. Und hier sind die ganzen Flüsse, die wir davor hatten, einfach zugeschüttet. Okay. Ja gut, oh boy, dann würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, das war's heute von der heutigen Folge Feed the Beast Beyond. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.